Mesdames, Messieurs, bonsoir. Wie Sie sehen, stehe ich heute als Ihr Garçon vor Ihnen und begrüße Sie herzlich in unserem Theaterbistro. Bon voyage in unserer Komödie zu einer Lesereise mit den Romanfiguren von Jasmina Reza. Odile, sag ich, als ich Sie erreicht habe, ich spreche wohl dosiert. Odile, das dauert noch 20 Minuten, bis du drankommst. Gehen wir hier weg und kaufen den Schweizer woanders, ja? Keine Antwort. Was macht sie? Sie wühlt im Einkaufswagen herum und fischt den Morbier wieder heraus. Du willst jetzt nicht den Morbier zurückgeben, sag ich. Doch, sagt sie. Als ich wiederkam, war der Einkaufswagen halb voll mit Müsli, Keksen, Pulvernahrung in Tüten, lauter Dessertcremes. Ich sag, wozu soll das gut sein? Du hast Kinder, Robert, die mögen Crunchy-Müsli, die mögen Schokotäfelchen. Auf Kinder-Bueno stehen sie total. Ich sag, es ist doch absurd, sie mit Zucker und Fett voll zu stopfen. Es war lange her, dass ich mich an meinen Vater gewandt hatte. Seit er gestorben ist, bitte ich ihn manchmal in mein Leben einzugreifen. Ja, außer ihm kenne ich niemanden im Jenseits, der von dort aus auf mich Acht geben könnte. Ich komme nie auf den Gedanken, Gott zu sprechen. Ich rufe also meinen Vater an. Aber mein Vater ist eine Niete. Er hört mich nicht. Oder er besitzt keinerlei Macht. Ich finde es jämmerlich, dass die Toten keinerlei Macht besitzen. Ich missbillige diese Trennung der Welten. Ab und zu schreibe ich ihm prophetisches Wissen zu. Ich denke, er kommt deinen Wünschen nicht nach, weil er weiß, dass sie dir nicht zum Vorteil gereichen. Er stellt seinen Wecker, dann schlüpft er unter die Decke und macht sofort das Licht aus. Ich setze mich auf die andere Seite des Bettes, stelle meinen Wecker, creme mir die Hände, nehme eine Rohypnol, stelle mein Glas Wasser und meinen Oropax auf den Nachttisch bereit. Ich ordne die Kissen, setze mir die Brille auf und mache es mir zum Lesen bequem. Kaum habe ich angefangen, sagt Robert in pseudoneutralem Ton, mach bitte das Licht aus. Das erste Wort aus seinem Munde seit dem Treppenabsatz bei Remy Grob. Ich sage nichts. Nach wenigen Sekunden richtet er sich auf und legt sich halb auf mich drauf, um meine Nachttischlampe aufzuschalten. Und er schafft es. Im Dunkeln gebe ich ihm einen Klaps auf den Arm, auf den Rücken, mehrere Klapse und schalte das Licht wieder ein. Hast du deine Ohren drin? Was? Hast du dein Hörgerät drin? Warum setzt du es nicht ein? Weil ich es während der Bestrahlung rausnehmen muss. Tu es rein, solange du wartest, Maman. Es bringt nichts, sagt meine Mutter. Ach was? Sieh an, sagt meine Mutter. Aber ich bin ja noch blöd. Seit wann haben Heringe Schuppen? Seit langem, Madame, wenn Sie gestatten, mischt sich der Mann ein, der neben ihr sitzt und mich auch wegen seiner grauen, rosa gepunkteten Krawatte auffällt. Ich bin seine Lieblingspatientin. Sie sind total atypisch, will ich sagen. Sie hätten schon längst abkürzen müssen. Keine Kinder. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie das geht? Langsamkeit, die mir fast melodramatisch vorkam, begann Lüb, sich mit einer Hand das Hemd aufzupfen. Ich lüpfte mein Kleid und rollte ein Strumpfbein herunter. Lüb zog die Schuhe aus. Ich rollte das andere Strumpfbein herunter,
machte einen Knäuel aus den Strümpfen und warf sie ihm zu. Le zog seinen Reißverschluss auf. Er befreite sein Geschlechtsteil. Gestern Abend um 6 Uhr sagte Darius Ardaschir zu mir, ich rufe dich in eine Viertelstunde zurück. In der Nacht bin ich fast durchgedreht. Die Frau ist groß, der klassische Typ, die blonden Haare elegant hochgesteckt. Darius Ardaschir hat feuchte Haare. Auf meinem Handy schreibe ich, ich sehe dich. Ich schicke die SMS an Darius Ardaschir. Darius A. antwortet mir, na, du Freches. Ich schreibe, sag ihr, du magst nur Anfänge. Unten hat er in feiner schwarzer Schrift geschrieben, nicht immer. Auf wen bezieht sich das? Auf mich? Auf die Frau? Als ich ihr Zimmer betrete, versucht meine Großtante gerade einen Kaktus zu gießen. Wobei sie das Tischchen überschwemmt, alles begleitet von der Piaf, die blökt. Ich gehe bis ans Ende der Welt und färb mich blond, wenn's dir gefällt, du musst es mir bloß sagen. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre au blonde, si tu me le demandais. Sofort drehe ich leiser und sage, Marie-Paul, der Kaktus braucht nicht viel Wasser. Der da wohl, der liebt Wasser. Hast du gerade die Hymne auf die Liebe abgestellt? Ich habe es nicht abgestellt, nur leiser gemacht. Wie geht es dir, Liebes? Oh la la, dass du mir bloß mit diesen Schuhen nicht auf die Nase fällst, die sind aber hoch. Nein, du wirst nur kleiner, Marie-Paul. Na, ein Glück werde ich kleiner, du siehst ja, wo ich wohne. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. Ich drehe die Musik ab.